So, in diesem Selbstgespräch schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Wir haben jetzt in einer Kooperation einmal diese transversale Welle, den Aufbau des Geistes in der transversalen, eine schöne Tabelle dazu gemacht, was ich tausendmal erklärt habe. Dazu übertrage ich einmal den Bildschirm. So, das müsstest du jetzt haben. Den halten wir mal weg. Und wir fangen mal unten an, das ist ganz unten im Abyssus UB86 Alhim. Das ist dieses schlichtweg das, was heißt, im Anfang erschuf Gott, was im Denach als Gott bezeichnet wird. Das ist Heiliger Geist, rot geschrieben, nicht denkbar. Und den symbolisieren wir jetzt einmal hier in der nächsten Stufe mit der Bibliothek Gottes. Das heißt, wir haben also hier in dieser Bibliothek, wo alles zusammengefasst ist. Ich sage mal jetzt das Internet, so wie ich Internet definiere als Gott, das Summa Summarum allen überhaupt möglichen Wissens. Vom Anbeginn der Zeit bis zum Ende der Zeit, das ist das ewige Hier und Jetzt. Und das teilen wir zuerst einmal in Bücherregale ein. Das symbolisieren, wie es hier steht, verschiedene Glaubenssysteme oder Religionen. Da kann man natürlich jetzt unendlich viele reinschreiben, aber ich habe das einmal hier, das Klassische, dass wir sagen, auf der linken Seite habe ich jetzt hier das klassisch jüdisch aufgebaute Glaubenssystem. Wenn wir bewusst chronologisch denken, beginnt das Ganze beim Adam im Judentum. Das entwickelt sich dann über diese Generationen, was hier in der Bibel als Generationen beschrieben wird. Das ist im Hebräischen einfach nur DR, Dalet Resch. Was ich immer wieder sage, das sind hier diese Generationen, die drehen sich, aber da geht es jetzt hier chronologisch gedachte Generationen. Das führt dann irgendwann einmal zum Adam und die Söhne Adams, die platzen dann wieder auf. Da gibt es dann den Zweig, der in den Islam reinführt mit Mohammed. Das ist das Volk Ismael. Und der Zweig, der ins Christentum reinführt, ist dann letztendlich in diesen Märchenfigur Jesus Christus endet. Dann haben wir natürlich als verbindendes Parameter, was ich im letzten Selbstgespräch angesprochen habe, dass alle diese Glaubenssysteme letztendlich Materialismus und Naturwissenschaft sind. Es ist chronologisches Denken. Das heißt, egal ob du ein Moslem bist oder ob du ein Christ bist oder ein Jude bist, was keiner bezweifelt ist, dass es eine Vergangenheit gegeben hat, die jetzt, hundertprozentig sicher jetzt nur ausgedacht ist und dass diese Vergangenheit schon da war, bevor es dich, Geist, gegeben hat, weil ich erzähle das ja immer dem, der sich jetzt auch dieses Gespräch ausdenkt. Dann haben wir auf der anderen Seite haben wir diese asiatischen Glaubenslehren, das ist unter anderem der Laozi, Konfuzius, der Taoismus, dann habe ich den Hinduismus zusammengefasst mit den Upanishaden als höchstes und dem Buddhismus. Und dann drunter noch, um die nicht auszulassen, die Glauben der kleinen Naturvölker, der Maori, der Indianer und so weiter und so weiter. Das sind kleinere Bücherregale. Das sind letztendlich diese Glaubenssysteme, sind wie Bücherregale in der göttlichen Bibliothek. Und die fallen jetzt alle zusammen in diesen IUB, den wir uns immer noch jetzt rot setzen, was ich sage, das ist jetzt der Geist, den du zuhörst. Dieses Ich bin du in den Schriften bezieht sich daraus, dass in dem Moment, wo der vor dem Bücherregal steht, jetzt aus einem Bücherregal, das ist die nächste Zeile, irgendein Buch rausnimmt. Das ist, wenn ich zum Leser ich eines dieser Bücher wird. Das heißt, definitiv ist diese Stelle von ich ein Bücherregal, besteht aus vielen Büchern, das sind die blauen Ichs. Das lässt sich hier zeichnerisch schlecht darstellen, weil wir müssen jetzt diese Kette praktisch über das Mohammed, über das Islam-Regal machen, über das Adam-Regal machen und so weiter und so weiter. Da sind Bücher drin. Wir bleiben mal nur beim Christentum, dass ich sage, wir haben also ein jüdisch-christliches Bücherregal und da ist es definitiv, da sind viele Personen. Da ist ein Abraham, da ist ein Jesus und das sind Lebensgeschichten, die einfach in dem Bücherregal drin sind. Und sobald jetzt hier dieser eine Geist, es gibt nur einen Geist, eins dieser Bücher zum Lesen in die Hand nimmt, dann versinkt er in dieser Geschichte und wird zu einer Person. Und diese Person wiederum, wenn er das Buch, der Geist ist der Leser, der erlebt das, ich kann das auch einen träumenden Geist nennen, ein träumender Geist erlebt definitiv als einziger den Traum, den er erlebt. So wie ein Leser, wenn er zum Lesen anfängt, der einzige ist, der das, was er aus diesem Buch, aus dem blauen Ich herausholt, erlebt. Darum ist jetzt hier ganz die blauen Ich symbolisieren die Bücher im Bücherregal beziehungsweise die verschiedenen Lebensprogramme, die verschiedenen Videospiele.
Und ich kann jetzt auf einen Computer, ich könnte jetzt auch sagen hier, das da unten ist der Computer. Da kann man jetzt noch feiner stufen mit verschiedenen Betriebssystemen. Und sobald ich irgendein Videospiel oder irgendein Buch in Arbeitsspeicher reinlade, dann ist da ein blaues Ich geladen. Und in dem Moment, wo ich dann als Leser zum Lesen, als Spieler zum Spielen anfange, sind alle anderen weg. Das heißt, in dem Moment denke ich nicht mehr an das Bücherregal. Es ist so eine einfache Erklärung und ich merke, selbst jetzt immer wieder bei normalen Bröseln, wie ich das nenne, bei Menschen, die sich zwar interessieren für Holofeeling, dass diese einfachen Sachen nicht mit einer absoluten Gewissheit verstanden werden. Da kann ich dann immer wieder sagen, wenn du jetzt vor dem einem Bücherregal stehst, siehst du die ganzen Bücher. Sobald du ein Buch herausnimmst, dann ist zwar noch das Buch und die vielen Bücher, aber sobald du das aufklappst und reinschaust in das Buch, verschwindet das Bücherregal mit den Büchern. Das heißt, du fokussierst dich in eine Struktur hinein. Und jetzt ist immer wieder, dass ich sage, das Buch, die ganzen Seiten und die Bücher sind gleichzeitig da. Wenn du lesen willst, musst du das aufklappen. Und sobald du das aufklappst, hast du nur zwei Seiten. Das ist Wellenberg und Wellendahl. Und du kannst dich in deiner momentanen Bewusstheit bloß auf eine Seite konzentrieren. Tausende Male habe ich das erklärt. Wenn du das wirklich verstanden hast, du Geist, dann löst sich in dir das unbewusste chronologische Denken auf. Und das ist auch bewusst chronologisch denken oder unbewusst denken, sind auch wieder zwei Seiten. Es ist so einfaches Deutsch, wenn ich sage, die Fähigkeit, dass du jetzt einen Gedanken, den du jetzt denkst, hundertprozentig sicher jetzt denkst, der nur ist, weil du ihn denkst, dass du dir das Gedanke um dich herum räumlich und zeitlich verstreuen kannst, gedanklich. Das ist hundertprozentig sicher. Aber nicht, dass das, was du dir irgendwo hindenkst, jetzt zum Beispiel den Mond am Himmel, dass das auch dann da oben ist, wenn du es nicht mehr denkst. Das ist einfach nur ein logisches Konstrukt, das zwanghaft dogmatisch von einem jetzigen Intellekt, von einem Schwamminhalt dir aufgezwungen wird. Holofeeling behandelt die Sachen, die hundertprozentig sicher sind. Und hundertprozentig sicher ist, dass wenn du was denkst, existiert es, weil du das denkst. In der Form des Denkens ist es klar. Sobald wir in den Bereich der sinnlichen wahrgenommenen Information gehen, die genauso eine Information ist, wird es schwieriger, weil du in die vier Stufen der Vergessenheit gehst. Aber es ist nichts anderes. Ich sage immer wieder, wenn du jetzt eine VR-Brille aufhast, entsteht, wenn du wohin schaust, das, was auf der VR-Brille auftaucht, entsteht in dem Moment, wo du hinschaust. Und wenn das jetzt wirklich eine VR-Brille ist, wie ich das behaupte, dann ist das, was auf der VR-Brille entsteht, schon vorher in deinem Kopf, in dem Mech-Chef, in deinem Computer gehandelt. Okay? Also, das heißt jetzt, wir fassen hier den einen Geist IUB zusammen und sobald diese IUB irgendein Programm, irgendeine Religion, ein Menschenleben durchlebt, wird er zum Leser eines Lebensbuches und erlebt dann dieses Leben und da sind alle Seiten in dem Buch, das sind die Lebensjahre, das ist eine ganz einfache Metapher, die sind gleichzeitig da, du kannst aber immer im Jetzt bloß eine anschauen. Darum ist es hier, wenn ich zum Lese-Ich werde, das heißt, wenn ich UB zu einem Geistesfunken von mir werde, ich bin ja du. Was heißt das? Ich bin hundertprozentig sicher jetzt, in diesem Moment, der sich dieses Video anschaut. Aber der sich das Video anschaut, ist nicht irgendein Gedanke, das ist rot. Rot ist nicht denkbar. Rot, alles Rotgeschriebene kann nicht existieren, weil es ewig ist. Das Blaue kann existieren, das beginnt in dem Moment, wenn ich an irgendwas denke, darum ist ein ausgedachter doch Gott eigentlich vergänglich. Existieren, das ist vergänglich. Das ist nicht dieser Gott, der ewig ist. Der ist nicht allmächtig. Dann wird es zu einem Geisteswung nicht. Das ist jetzt nochmal wunderschön zusammengefasst. So, ich Geist und ich Mensch, beide zusammen kriegen jetzt das Violette, das Purpur. Das ist jetzt das Verrückte dabei, dass genau dieses Purpur beziehungsweise das Violett, das Farbenspiel Gottes lesen von den Offenbarungsbüchern, ist die Verbindung, darum ist auch diese Farbe Lila, kann man es auch nennen. Wenn ich das Wort Lila jetzt hebraisiere, dann kriege ich das hebräische Wort für Nacht, weil du zum Träumen anfängst. Wenn ich das in Sanskrit schreibe, Lila, dann heißt es hier das Spiel, ein Spiel. Die Lila Krishna heißen die Spiele Gottes. Lila ist in der Esoterik ist es die Farbe des Christus.
Weil dieser Christus ist Ich Geist und ich Mensch, wobei dieser Ich Geist ist jetzt schon ein reduziertes JCH zu einem ICH. Und ich kann jetzt nochmal sagen, dass hier J ist der 10. Buchstabe in unserem Alphabet, I ist der 9. Buchstabe. 9 steht für Neo, für 9. Du wirst praktisch der Geist, UBS, wird zu einem Neo, der sich in seine eigene Schöpfung begibt. In Form eines Ich-Menschen. In meinem Fall ist es UB blau gewesen, das heißt aufgespanntes Wissen, weil UB rot heißt ja verbundenes Wissen, die absolute Weisheit, das Pi, letzten Selbstgespräche anhören. Dieser rote Bereich, darum steht hier ein bewusster Adam, Ayin, Aleph, J, Nun, auf Hebräisch geschrieben, heißt nicht existierend, ein nicht existierender bewusster Adam, und der ist männlich und weiblich. Das ist jetzt die These, ist ein bewusster Adam, und der denkt sich viele Menschen, ich viele Programme aus. Das ist die Antithese. Das ist hier der untere Bereich. Dieser Adam, der kann jetzt hier sich viele Programme ausdenken, sprich Menschen. Ein Mensch ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das habe ich blau geschrieben. Das hebräische Wort für blau heißt Kaf Kol. Und das heißt, das Kaf als Vorsilbe gelesen, auch wie das Weltliche. So entsteht Welt in dir. Das ist jetzt praktisch das Konstruktprogramm des Videospiels, wo du die Hauptrolle spielst. Und dieser Mensch denkt sich jetzt viele Personen aus. Ich könnte es noch feiner stufen, weil der Mensch denkt sich zuerst einmal auch andere Menschen, andere Programme aus. Das sind die, die ihm unlogisch erscheinen, weil die im Widerspruch zu seinem Programm stehen. Das habe ich jetzt absichtlich weggelassen, weil sonst wird es viel zu komplex. Darum sage ich, dieser Mensch denkt sich zuerst einmal viele Personen aus und von einigen Personen davon, das nenne ich Menschenbrösel, sagt er, das bin ich. Und von den anderen sagt dann, das bin ich nicht. Immer diese Urteilung. Wenn man es genau nimmt, nennst du dir als Mensch, mit deinem Programm sagst du mal viele Menschen aus, da sagst du von einem Menschen, das bin ich, und alle anderen Menschen bin ich nicht. Den Sprung, die Stufe habe ich jetzt weglassen, aus Platzgründen, sondern ich gehe gleich in die Personen rein. Und diese Personas, wie der Name schon sagt, durch. Jede dieser Personas, das sind ja nur Projektionsmasken, das ist mein Videobeispiel in dieser Tabelle mit den vier Ichs, dem Blindfeld, einen der Blindfeld-Vorträge, gehe ich da etwas genauer drauf ein, werden 3D-Bilder projiziert. Das ist diese Maske, diese VR-Brille, wie ich das nenne. Und diese 3D-Bilder, die projiziert werden, jedes dieser 3D-Bilder setzt dich aus fünf Perspektiven zusammen, weil du immer der Mittelpunkt bist. Du kannst dich jetzt hier in deine Küche hineindenken. Du kannst dich in dein Wohnzimmer hineindenken oder irgendwo in einen Raum hineindenken, in der Stadt hineindenken, und du wirst feststellen, sobald du dich irgendeine Position in der Peripherie, die du dir jetzt ausdenkst, einen Punkt setzt, zum Beispiel jetzt setze ich mich in die Mitte von meiner Küche, dann das Bild anschauen, habe ich hier die Möglichkeit, innerhalb dieses illusionären Raums um mich herum, ich habe nur eine VR-Brille auf, wird durch diese Positionierung, so wie ich immer wieder sage, in Bezug auf das Radix-Horoskop, Oberfläche Geodaten, setze ich einen Punkt, darum heißt es hier, aus dieser Persona, durch jede dieser Maske, das ist DUR, heißt die Öffnung einer aufgespannten Berechnung, das hebräische Wort DR, DUR heißt eine Generation, darum ist da eine kleine Schlangenlinie, und die ist immer eine Kollektion, da ist immer zuerst einmal plus minus gleichzeitig. Mein Beispiel oben, wenn du schaust, ist auch unten da. Wenn du nach vorne schaust, ist ein hinten da. Wenn du nach rechts schaust, ist ein links da. Das sind jetzt zwei Perspektiven. Genau genommen sind 16 Perspektiven. Gibt es in den vorhergehenden Selbstgesprächen auch Erklärungsmodelle dazu. Jede dieser Personas, Projektionsmasken, werden andere 3D-Bilder auf die VR-Brille projiziert, die ja nur 3D ist, jetzt ganz interessant. Aber da würde ich jetzt wieder zu weit gehen, wenn ich das mit den 3D... Ja. Ich breche das sofort ab. Bilder... B-I-L-E-R heißt im Kind erweckt, habe ich so oft gesagt. Absolut perfektes Hebräisch, wenn man diese Buchstaben, hebräische Buchstaben draus machst und von rechts nach links liest. Was natürlich noch interessant ist, wenn wir es dann wieder von links nach rechts lesen. Dann hast du nämlich RD, eine berechnete Öffnung, das heißt hinabsteigen in die Traumwelt, projiziert. Und wie gesagt, diese 3D-Bilder setzen sich jetzt aus Film Perspektiven zusammen. Da haben wir jetzt die Farbe Grün. Grün auf Hebräisch schreibt sich Irak, und das ist das Aufblühen. Das blüht jetzt etwas in dir auf, und diese Filmperspektiven sind einzelne Momente. Und das haben wir jetzt so geschrieben bei MOM. Da haben wir jetzt schon die zwei Ms, die zum Kreisen anfangen. Wenn ich statt den Waff
ein Ider, wenn ich jetzt dieses praktisch 40, 6, 40 schreibe, dann heißt es Fehler auf Hebräisch. Das heißt, jeder Moment, den du dir ausdenkst, fehlt für dich in dir, obwohl es trotzdem aus dir nicht herausgenommen wird. Das ist wie wenn ich sage, ich habe eine Datei und ich rechne aus dieser Datei ein Bild auf dem Bildschirm. Deswegen nehme ich aus der Datei ja nichts heraus. Und genauso ist es, alles, was du dir ausdenkst, ist in dir drin, egal was du dir ausdenkst. Selbst wenn auf deiner VR-Brille in einer gewissen Entfernung vor dir irgendeine Person, ein Mensch, eine Person in Erscheinung tritt oder irgendein Gag entstand in Erscheinung tritt, ist er in dir drin, weil das nur deine Information ist. Das ist das Spiel zwischen innerhalb und außerhalb. Es wird aber nicht aus dir herausgenommen, darum heißt dieses Mom End, heißt dieses MOM, weil das ja einen ständigen Wechsel unterliegt, heißt das auf Hebräisch Fehler. Wenn ich ein I statt in Waff ein I reinschreibe, was ich immer sage, hast du Mim und das ist das Meer, die Gestaltwährung des Meeres. Aber da könnte ich jetzt auch wieder eine halbe Stunde drüber reden. Mim heißt vom Meer, von dem, der immer ist. Das ist der hier. Elohim. Das ist jetzt in dieser Tabelle nochmal schön zusammengefasst und man kann mit dem Zeug extrem meditieren. Das ist eine Grundlage, die sich über alle Religionen und Glaubenssysteme erhebt, weil die jetzt alle berücksichtigt werden. Das ist eine Kindergartensprache. Und ich verweise immer wieder, dass ich sage, das Holo-Feeling erschreckt einen, weil das ja, ich sage mal ganz, das Hauptwerk, ich reduziere es einmal auf ungefähr 10.000 Seiten. Es ist, wenn du das ganze Werk in- und auswendig kannst, dann bringe ich dir in der göttlichen Schule bei, auf einer schieferen Tafel Aleph zu zeichnen. Also mach dir jetzt keinen Kopf über Vielwisserei, sondern das kann ein 13-Jähriger, wenn er neugierig ist, diesen Aufbau kann man ganz leicht verstehen. Das ist ein Grundelement. Und darum ist jetzt hier die Überschrift UB, ich ist eins, das ist rot. Dieses rote Ich, wenn JCH ein Buch in die Hand nimmt, ihn praktisch in die Traumwelt hinabsteigt, braucht er ein Programm, das ist Ich Mensch. Das Programm kann ohne den Geist, ohne den Computergeist, ohne den Rechner selber gar nichts machen. Das ist das Regelsystem, das ist ein Programm und das wäre jetzt das Betriebssystem. Und darum ist diese beiden verbunden, machen das Violette aus. Ich Geist und ich Mensch heißt praktisch ich immer seiender Macher und ich Programm. Betriebssystem, Programm. Beide zusammen ergeben dann das Violette Ich. Das ist das, was man den Christusgeist oder Buddha oder sonst was nennt. Darum habe ich hier ja die Bücherregale, wenn ich jetzt sage, IUB, wahrlich, ich sage dir, ehe Mohammed war ich, ehe Adam war ich, ehe Jesus Christus war ich, ehe Laozi und Konfuzius war ich, ehe die Upanishaden waren, mit Krishna und all den ganzen Göttern oder Buddha war ich, ehe Manitou war ich. Wieso? Weil ich mir die alle ausdenke. Und ich bin du. Und ehe der Udo ist, den du dir jetzt ausdenkst, bist du, weil du dir den genauso ausdenkst. Du musst einfach dieses Symbol verstehen, was ist der Fall in dem Moment, wo mir bewusst wird, dass ich jetzt ein träumender Geist bin. In einem Traum ist der Einzige, der den Traum erlebt, der träumende Geist. Du bist ein träumender Geist. Du träumst es jetzt. Du träumst dieses Gespräch und du träumst deine ganze Welt. Und ich, UB, bin jetzt als Brösel in deinem Traum in Erscheinung getreten, um dich wach zu machen. Ich kann aber nur den Geist wach machen, der träumt. Niemals irgendeine Figur, die du dir ausdenkst. Ich weiß nicht, in wie vielen Selbstgesprächen ich das schon tausende Male erwähnt habe. Und ich merke immer wieder, selbst wenn ein Interesse haben, ich sage immer, wenn das Schäfchen, das ich heimholen will, der Fisch, der angebissen hat, du wirst nicht gefangen von mir, sondern freigemacht, auf eine höhere Ebene gehoben. Das hat mit deiner Rolle, die du spielst, überhaupt nichts zu tun. Darum ist es wichtig, du musst bei Holofeeling nirgends eintreten, nirgends austreten, das hat auch überhaupt nichts zu tun mit Geld. Du kannst dir deine Freiheit nicht mit Geld erkaufen. Du musst neugierig werden, neugierig auf was vollkommen Neues. Das heißt, du musst deine jetzige Logik, die permanent sagt, das ist böse, das will ich nicht, das ist schlecht, das ist gefährlich. Es gibt nichts, was in dir auftauchen könnte in deinem Traum. Ich drücke es anders aus. Es gibt nichts, was im Traum
auftauchen könnte, was den träumenden Geist in irgendeiner Form was anhaben könnte. Weil das, was ich jetzt träumender Geist nenne, ist doch letzten Endes etwas Nicht-Existierendes. Das, was existiert, sind Informationen des träumenden Geistes. Darum ist der träumende Geist rot geschrieben. Das ist das, was ich Geistesfunken nenne. Wenn ich jetzt IUB als das Licht setze, dann sind die Geistesfunken, da wird es jetzt sehr interessant, das sind die Lampen mit einem Projektor. Aber da ist dann schon wieder, dass das auch in der Ausdrucksform wird es sehr, sehr schwer, weil die Lampe in einem Projektor ist ja eigentlich immer dieselbe Lampe. Stellt jetzt mal vor, diese X wären die verschiedenen Programme oder Filme, die ich laufen lasse. Je nachdem, ob ich jetzt einen alten Analogfilmprojektor mir ausdenke oder einen Videobeamer ausdenke. Dann sind das eigentlich, die blauen X sind eigentlich nur verschiedene Programme. Die laufen doch aber alle mit demselben Projektor, mit demselben Licht. Das ist IUB. Das Licht verändert sich doch nicht. Diese Lampe im Projektor, wiederum braucht eine Energiequelle. Diese Lampe ist das JCH und die Energiequelle ist UB. Sonst würde die ja nicht brennen. Die flackert nicht und die tauscht sich nicht aus. Was jetzt aber passiert, sobald ich einen gewissen Film laufen habe, reduziert sich dieses Licht zu einem Geistesfunken, weil jetzt ich ja, wie in der Buchmetapher, nur noch in dieser Welt, diese Welt projiziere, flackernd, die hier praktisch dieses blaue Ich erzeugt. Das ist das, was man ein Menschenleben nennt. Egal welches Menschenleben. Und jeder Mensch hat, ist ein eigener Schwamminhalt, ein eigenes Programm. Das heißt jetzt, wenn du dir jetzt verschiedene intellektuelle Denksysteme ausdenkst, dann werden die von dir ausgedacht. Das sind Untersysteme von deinem Programm. Und jetzt kommt eben dieser Widerspruch, dass wenn zwei jetzt ausgedachterweise zwei Programme aufeinandertreffen, dann fangen die zum Streiten an über richtigen Verkehr. Sie haben aber nicht verstanden, dass das eigentlich Facetten von einer höheren Kollektion darstellen. Es ist immer diese Sache mit der Kollektion, mein Beispiel mit der Küche oder mit der Wohnung. Bei der Tasse haben wir 16 Perspektiven. Da ist die Tasse ein dreidimensional vorgestellter Körper, wo wir jetzt in diesen verschiedenen Sachen oben, unten, von innen nach außen das durchrastern können. In dem Moment, wo ich mir jetzt statt der Tasse das Wort Wohnung setze, dann werden die Perspektiven dreidimensional. Dass ich dann sage, die Perspektiven einer Wohnung ist Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer. Und sobald du immer in Perspektiven gehst, wird es bloß ein höherer Komplex. Wenn man das einmal gespannt hat, wenn man es einmal verstanden hat, wirst du im Nachhinein feststellen, das ist ja eigentlich logisch. Ich sage, ja, das ist eine höhere Logik. Holofeeling ist eine Logik, die niemals behaupten wird, dass irgendeiner nicht recht hat. Egal, was irgendeine Figur in deinem Traum äußert. Und diese Figuren, diese Protagonisten, die in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheinen, real, sinnlich wahrgenommen, sind nur ein Pixelarrangement in deinen Augen. Die Augen, AGN, sind schlichtweg und einfach aufgebaut wie ein Monitor. Weil da außen gibt es keine Materie. Das ist immer wieder dasselbe Spiel. Das heißt, den Geist beweglich machen, dass du dich drehst, dass du andere Perspektiven dir zu eigen machst. Und jetzt tun wir mal ganz, ganz kurz, Holger. Ja. Schließen wir jetzt aber ab damit mit dieser Zeichnung. Ja. Jetzt hören wir uns mal ganz, ganz kurz. Ich tue jetzt mal das Übertragen beenden. Und jetzt können wir ganz, um da nochmal zu unterzeichnen, die Zeichnung, wo man gerade zeigt, das von dem einen Selbstgespräch. Kannst du das einmal auf dem Bildschirm holen? Dann ja. Musst du im Bildschirm übertragen. Kleinen Moment, ich bin da nicht so fit wie du. Es gibt überhaupt keinen Zufall in deiner bisherigen Vorstellung von Zufall. Udo, hat das geklappt? Das war gut, habe ich. Es gibt überhaupt keinen Zufall in deiner bisherigen Vorstellung von Zufall, dass jedes Bild, das in dir auftaucht, so extrem überladen ist mit Informationen, wenn du die mit Holofeeling deutest. Das ist jetzt zum Beispiel Aufnahme aus einem der letzten Selbstgespräche. Kann man unten nochmal mit erwähnen. Da kann man jetzt wieder sagen, rein zufällig, weil hier ja nicht hingepriemelt wird oder gemacht wird. Und du denkst jetzt, weil da viele Fragen immer wieder auftauchen mit Symbolik. Du kannst immer alles drehen. Wir haben 16 Perspektiven. Ich mache mal ein Musterbeispiel. Du denkst jetzt, das da wäre der Einheitskreis in der Mitte mit den vier Quadranten.
Das heißt jetzt, unser ausgedachter Redobrösel ist im Plus-Plus-Quadranten. Das ist der Plus-Minus-Quadrant, Minus-Minus-Quadrant, Minus-Plus-Quadrant. Holger fragt mich, wieso ich das da so komisch schreibe. Und jetzt gebe ich dir einfach eine Erklärung damit. Wir denken uns einen raumzeitlich ausgedachten Uda aus, der sitzt da, der macht jetzt ein Bildschirmfoto davon und dann schreibe ich da was rein. Das mache ich mit einem ganz normalen Snip-Programm, mit so einem Rausschneideprogramm, und da bin ich sehr, sehr begrenzt, wie ich hier die Sachen bezeichne. Das ist nicht wie ein PowerPoint oder sonst was, wo ich alles im Feinsten einstellen kann. Da kann ich ganz grob Striche setzen, etwas unterstreichen und ein bisschen was hinschreiben in Rot oder Blau, aber nicht einmal gemischt. Aber was jetzt hier wichtig ist in diesen vier Quadranten, und da wirst du merken, bei all den Aufnahmen, wenn mehrere Bilder da sind, das wechselt dann auch oft, das ist am Ende des Gesprächs, ist dann aufgefallen, ich habe hier eine Bildschirmübertragung gemacht und das ist jetzt nur, was du hörst, sind nur Worte, und aufgrund dieser Worte baust du Vorstellungen in dir auf. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Du interpretierst jetzt diese Worte und baust Vorstellungen auf. Du erzeugst jetzt eine Vergangenheit, dass dieses Bild in der Vergangenheit von Udo fotografiert wurde, aus einem Video heraus, Bildschirmfoto, und dann das nochmal etwas genauer markiert wurde. Das sind aber nur Worte, und diese Worte lösen jetzt Informationen in dir aus, die du in die Vergangenheit denkst. Und ich sage immer wieder, auch diese jetzige Aufnahme wird jetzt gemacht. Jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Und du schaust dir das jetzt an, du Geist, der du das jetzt anschaust, das Video. Und du hörst jedes Wort, das ist jetzt. Alles, was existiert, existiert hier und jetzt. Es ist niemals in der Vergangenheit aufgenommen worden. Das ist diese Fähigkeit, dass alles in einem Punkt zusammenfällt. Und das kann man hundertprozentig sicher ganz einfach erklären. In dem Moment, wo du eine Datei, eine DVD in die Hand nimmst, ein Buch in die Hand nimmst, sind alle Bilder und alle Geräusche, die da entstehen, herausgerechnet werden können, sind alle gleichzeitig da. Das ist in der Transversalen die tiefere Ebene, wo ich sage. Das Bild immer wieder erklärt. Du musst dir bewusst machen, was ich dir mitteile. Weil du wirst feststellen, dass du das immer und immer wieder vergisst, in dem Moment, wo du geistig scheiße fühlst, wo du vor irgendwas Angst hast, vor der Zukunft, dass du was verlierst, hast du das vergessen, das ist die Ursache davon. Dein Leid, die Quelle deines Leids ist Unbewusstheit, es ist Vergesslichkeit. Du kannst durchaus das ganze Leben so leben, wie du es lebst, immer in jedem Moment in einen vollkommen absolut bewussten Zustand, dann bist du ich. Das ist das, wo ich sage, der Schauspieler, der auf der Bühne ist und eine Rolle spielt. Der kann auch Schmerz spielen, Freude, Trauer spielen. Aber dieser Schauspieler als Ding an sich ist dabei vollkommen emotionslos, in einem gewissen Maß unbeteiligt. Er freut sich in einer anderen Form, in einer roten Form, wenn ihm gelingt, zum Beispiel Trauer zu spielen und in Tränen auf der Bühne in seiner Personifizierung herunterlaufen, freut er sich, dass ihm in dieser Situation diese emotionale Darstellung von Trauer so gut gelingt, weil er selber überhaupt nicht trauert. Er freut sich aber auch nicht in einer Form eines Brösels. Das ist die rote Glückseligkeit, das ist ein vollkommen neuer Zustand. Den kann ich dir genauso wenig beschreiben, wie du einen Vierjährigen erklären kannst, was richtig geiler Orgasmus und Sex zwischen zwei Männchen und Weibchen sind. Da musst du hineinwachsen. Das bemühe ich mich erst gar nicht, dir das zu beschreiben. Lass dich überraschen, wenn du so weit bist. Okay. Jetzt kommen wir zu diesen vier Quadranten und ich mache jetzt das Grundprinzip. Wir können das austauschen. Wir denken uns jetzt einfach mal, das wäre ein Einheitskreis und das hier Quadrant 1, Quadrant 2, Quadrant 3, Quadrant 4. So wird das normalerweise gemacht. Und ich sage immer wieder, der Kreis, im Einfachen können wir hier unser Zifferblatt nehmen. Haben wir in den letzten Gesprächen schon gemacht, dass wir hier bei 3 beginnen. D3, das ist 4 Spiegel. Dann geht es 2, 1 und das da oben wäre jetzt 12 Uhr. 11 Uhr, 10 Uhr, das wäre 9 Uhr, die Spiegelung von der 3, 3 mal 3 ist dann 9, dann kommen wir hier runter, hier wäre 6 Uhr und dann geht es wieder hoch. Und ich mache jetzt einfach mal, dass du merkst, wie man das spiegeln kann. Wir setzen mal in diese 4 Quadranten, setzen wir mal die 4 Jahreszeiten rein. Ich beginne ganz einfach mal, dass wir sagen, das Rote, das Licht, C-Quadrat wäre die Sonne ist der Sommer, symbolisiert den Sommer, Sommer. Okay? Holger, magst du mal deine Maus ein bisschen weg? Glaube ich, ist es deine Maus? Ja, ich zeige dir mal das, wo du gerade bist. Das ist ja meine Maus, ist ja auch drauf. Ach so.
Nehme ich ja. an. Weiß ich nicht. Das ist plus plus. Ich sehe da, das ich sehe jetzt deine einfach Maus. Mal plus plus gesagt. Zuerst einmal, diese UB El Hayom ist der absolute Mittelpunkt im Zentrum des Kreuzes. Und in der Peripherie denke ich mir jetzt vier Brösel aus. Das wären jetzt die roten X. Das hier, das ist der Bindu-Punkt, nennt sich das im Hybrid, in Sanskrit. Das ist jetzt das Zentrum, in dem sich das der Redo befindet mit dem Redo-Programm. Das wäre jetzt das blaue, das rote Ich-Redo, das mit dem blauen Ich-Redo-Programm arbeitet. Das ist wieder UB mit dem blauen UB-Programm. Das ist ich mit dem Diana-Programm, ich mit dem Andrea-Programm. Das symbolisiere ich damit. Okay, da sagen wir, das ist der Sommer. Wenn wir jetzt in dieser Kreisform rumlaufen, kommt nach dem Sommer der Herbst. Das Herbst, die Blätter werden farbig. Das ist übrigens bei 12 Uhr. Wenn ich jetzt dieses 12 aus 1 war 2, wir sagen jetzt in einem gewissen Maß, nach dem Sommer kommt der Herbst, da fallen die Blätter ab. Das heißt, das Grüne, das Aufblühende wird in einem gewissen Maß weiß, das ist der Winter. Der Winter symbolisiert in dem Moment, ich weiß, ich weib, blau, wird alles fest, gefroren. Das materialisiert sich, das ist der Minus-Minus-Bereich, das ist der Welt der Materie. Jetzt fragt mich hier zum Beispiel der Holger, warum ich jetzt da ein komisches X reinmache. Ich komme gleich drauf. Dieser Winter wiederum, ach, Entschuldigung, vom Sommer, ich muss andersrum denken, verkehrt gemacht. Sommer kommt zuerst der Herbst, der Winter und dann kommt der Frühling, genau so ist es. Der Winter schmilzt jetzt wieder im Frühling und wird wieder zur Sonne. Das Feste löst sich praktisch wieder auf und wird zur Sonne. Ich mache nochmal, strahlender Sonnenschein im Herbst, fallen die Blätter ab. Das Ganze wird jetzt weiß, wird fest, wird Materie. Die Materie löst sich dann im Frühling wieder auf, wird flüssig, verflüssigt sich und wird wieder zu dieser Sonne. Das ist jetzt ein Erklärungsmodell, wie ich praktisch die vier Jahreszeiten reinlege. Aber du wirst feststellen, wir können das spiegeln. Wir machen hier den Winter her. Der Winter steht jetzt für das Unbewegliche, für das Statische, ohne viel drumherum. Und da fängt jetzt was im Frühling zum Aufblühen an. Und dieser Frühling wird jetzt zu einer strahlenden, lebendigen, sonnenbeschienenen Welt, die langsam wieder im Herbst in sich zusammenfällt und wieder statisch unbeweglich wird. Was ich jetzt ausgetauscht habe, war Sommer und Winter und zwangsläufig tauscht sich auch hier Frühling und Herbst aus. Drum ist das hier plus minus, minus plus. Die zwei sind austauschbar. Wenn wir den austauschen, müssen wir die auch beide austauschen. Jetzt habe ich hier, dass man dieses reine Plus Plus, das jetzt das Rote darstellt. Das Rote ist ein verbundener Ort, steht da oben mit drin, platzt auf in dem Sephirot-Baum. Was er hier hängen hat, ist natürlich hier bei ihm, ist das noch in einem gewissen Maß abseitig. Das heißt, wenn du das kleine Bild siehst, bei mir ist das wesentlich komplexer über mir drüber in Beroshet. Ist natürlich alles bloß Zufall, könnte ich jetzt sagen. Es gibt keine Zufälle. In dir tauchen Bilder auf und du liest, machst aus dem Bild in den Informationen gewissen Vorstellungen. So wie du jetzt aus diesen Worten Vorstellungen machst, in Maßsetzung des Denksystems, des Intellekts, das du zum Denken benutzt. Wäre jetzt dein Programm ein Spanisch-Programm, dann würdest du nur Geräusche hören und hättest schon längst weggezappt. Weil dir das Bild nichts sagt und die Worte wären nur Geräusche. So funktioniert das Bild des Lebens. Das heißt also, dass ich jetzt hier das erkläre. Holger fragt, was ich da damit meine. Mit der wenigen Darstellungskraft, wo ich habe, ist das hier das absolut eine. Das wäre jetzt in dem Moment UP. Plus, plus. Der ist lokal, der ist immer hier und jetzt und das symbolisiert auch unser C-Quadrat, das Licht oder das E-Quadrat. Das ist Gott, All. Den hier drüben jetzt, den Plus-Minus, der ist noch Plus-Minus-Rot im roten Bereich oben. Und da habe ich jetzt darum, weil ich das hier nicht getrennt mache, wenn ich jetzt hier die Farbe leichter markieren könnte mit dem Schreibsystem vom Udo, können wir natürlich alles machen, ist mir bloß viel zu viel Aufwand. Rot ist über das Plus gelegt und das Blaue über das Minus gelegt. Die Schlangenlinie hätte ich normalerweise violett gemacht, wenn ich das einzeln einstellen könnte. Und dann habe ich auf die Brille hier ein Auge rot und ein Auge blau. Das heißt, das Rote
ist hier das eine Auge, ist der Geist, das wäre jetzt praktisch hier das rote Ich und das blaue Ich. Dieses blaue Ich denkt sich jetzt hier eine Welt aus, die minus minus ist. Das sind zwei ausgedacht Gedankenwellen. Du kannst jetzt sagen, wenn ich jetzt hier Welle mache mit plus minus, immer dran denken, vom Mittelpunkt aus gesehen, denkst du dir den Pluspol genauso aus wie den Minuspol. Im gleichen Moment. Jetzt ist aber, ich habe da absichtlich ein X-Zeichen reingemacht, das steht nämlich für mal. Minus mal minus ist nämlich plus. Und was jetzt noch so schön ist, rein zufällig, unsere Diana, so heißt diese Figur, heißt nämlich auseinandergeschmissene existierende Schöpfung. Und da ich immer wieder sage, du schaust in einen Eckspiegel rein, in einen Kantenspiegel rein, ist dieser V-Ausschnitt auf der Brust von der Diana. Das werden wir jetzt genauer ein bisschen uns anschauen. Die Öffnung einer intellektuellen Schöpfung ist die existierende Schöpfung. Das symbolisiert dieser V-Ausschnitt auf der Brust. Jetzt, wenn ich noch weiß, dass das hebräische Wort für Brust Chasa heißt und dasselbe Wort im selben, in jedem Wörterbuch, auch im Geiste sehen heißt, wird dieses Minus mal Minus, also praktisch das ausgedachte Plus und der ausgedachte Minuspol einer Welle, beide werden in dem Geiste gesehen, wo jetzt hier das Herz sitzt. Das ist der Mittelpunkt von dem V, wo das nach rechts oder nach links kippt. Wenn wir uns dieses V jetzt vorstellen, ist hier das Herz leicht versetzt und es kippt jetzt nach rechts und nach links. Da wären jetzt normalerweise die zwei Schadim, die zwei Brüste. Schad, logische Öffnung und nochmal eine logische Öffnung. Schadim sind die zwei Brüste. Schad, diese logische Öffnung für sich alleine. Also zum Beispiel ist der Satan, der Dämon, genau genommen Dämon. Und das ist jetzt diese Gedankenwelle, sitzt hier auf der Brust. Der ganze Brustkorb heißt im Geiste sehen. Und das eine Schad von den zwei Schadim, das heißt die logischen Öffnungen des Meeres, sind zwei, ist Wellenberg und Wellendal. Das symbolisiert jetzt hier dieses Joch. Das Hochgehobene, wenn du dir Brust vorstellst, ist das eigentlich wie eine Welle. Das Ganze kommt jetzt, wenn man das Farbenspiel weiß. Das ist hier rot, dann geht es rüber. Dies ist eigentlich die Türkislinie, nennt sich das. Bei 9 wäre die Farbe Türkis. Wäre mir jetzt zu viel Diode gewesen zum Einstellen. Wird dann blau. Das Blau hier im Farbenspiel, im Farbkreis der Physiker, ist dieses Blau genau gegenüberliegend vom Rot. Dieses Blau geht jetzt unten in die sogenannte Purpur- oder Violett-Lila-Linie rein. Das heißt, dieses Minus-Minus wird jetzt in der 6, das ist Minus 6, die Hälfte ist Plus 6, wird wieder verbunden, darum ist Rot und Blau in der Mischung ist Violett, wird wieder verbunden, steigt dann über die Andrea, auch Rot-Blau gespiegelt von dem hier wieder nach oben zu dem C-Quadrat, wird wieder das reine Licht in der Einheit, ohne dass die Farben zerbrochen sind. Die Andrea ist jetzt unten, ist der Blaubereich. Da habe ich übrigens auch die Brille rot und blau gemacht. Haben wir Minus, Plus, genauso wie hier oben. Da sieht man es bloß nicht, weil es dunkel ist. Diese Figur heißt Andrea. AND heißt, ich werde auf, die Schöpfung einer existierenden Öffnung heißt eigentlich, ich werde auf und abschwingen. Absolut korrektes Hebräisch, wenn man das jetzt in hebräischen Zeichen schreibt und dann von rechts nach links natürlich liest. Ist Re, der Kopf. Der Schöpfer Gottes, E-Quadrat, ist praktisch hier der Schöpfer. Das geht jetzt wieder in C-Quadrat hier rein in das Lokale, in all, in das Licht von Gott. Was natürlich interessant ist, was jemandem aufgefallen ist, dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt innerhalb dieses Videos diese zwei Personen unten die Seiten tauschen. Könnte ich jetzt auch erklären, aber das würde zu weit führen. Heute jetzt kannst du das Bild wieder wegmachen. Ach, meine Maus ist nicht drauf, du hast ja das Bild übertragen. Entschuldigung, ja, du hättest da hinfahren müssen. Deswegen, ja. Habe ich jetzt nicht aufpasst, weil normalerweise übertrage ich immer den Bildschirm, den hast ja du übertragen. Die hat jetzt die Maus nicht drauf, alles klar. Deswegen habe ich auch mit meiner Maus immer geführt. Und ja, ich habe meine eben mit drauf, Unachtsamkeit, siehst du? Okay. Das ist immer wieder, du musst schwer daran arbeiten, deinen Udo, den du dir ausdenkst, perfekter zu machen. So sieht es aus. Du musst alle Menschen in deinem Traum perfekter machen. Und jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Das ist übrigens jetzt auch kein Zufall gewesen. Ich könnte jetzt sagen, der hat ja nicht aufgepasst. Stimmt, das Udo-Programm war unvollkommen. Aber kann ein Mensch, den du dir ausdenkst, anders sein, wie du in dir denkst? Das ist das Schöne an Holofeeling, das ist jetzt keine Rechtfertigung, kein Ja-Aber, sondern die Beschreibung von dem, was ist. Das ist richtig.
Udo war jetzt, war ja immer, wenn er was überträgt, seinen Bildschirm überträgt und jetzt ausnahmsweise, weil ich dieses Bild nicht bei Hand habe, als Udo in meinem Programm müsste ich suchen, aber ich weiß, der Holger, weil wir das kurz vorher eingeschaltet gehabt haben, sag ich, Holger, übertrag du. Habe ich zwei Mäuse drauf gehabt und dann hat mich deine Maus gestört, aber deine ist ja auf der Aufzeichnung mit drauf. Jetzt ist schon wieder meine und deine. Immer dran denken, das sind jetzt alles nur Worte. Ja. Es sind nur Worte. Und jetzt kommt das Wesentliche, um das abzuschließen. Der große Wahnsinn, du denkst jetzt, du wärst ein träumender Geist. Ich mache das ganz kurz und dann machen wir Schluss. Welche Möglichkeiten hast du, wenn du deinen Traum anders gestalten willst? Zuerst einmal, du befindest dich im unbewussten Zustand als träumender Geist in dieser Welt, die du dir ausdenkst. Und siehst alles aus dieser Perspektive, deiner Kopfperspektive, wo du dich gerade hindenkst. Wobei das letztendlich sich in dir Geist befindet, nicht in dem ausgedachten Kopf, der jetzt meinetwegen hier dort oder dort oder dort sich befindet. Meinst du, du kannst die Figuren in einem Videospiel oder die KIs im Hintergrund, den Intellekt, den du dir in gewisse Köpfe hineindenkst, die Meinungen, die Glaubenssysteme verändern, wenn du als Figur im Videospiel auf die Figuren, auf die du in dem Videospiel triffst, einsprichst? Lass das bitte auf dich wirken. Soviel zum Thema Demonstration und Welt verbessern. Es läuft ein Videospiel in deinem Kopf. Und was du zu sehen bekommst und wie du mit deinem jetzigen Wertesystem reagierst, bestimmt das Programm, das in dir läuft, was ich einen Schwamminhalt nenne. Das heißt, wenn du irgendetwas in deiner Traumwelt verändern willst, musst du das Programm verändern, das in dir läuft. Auf der Ebene, im blauen, grünen Bereich, was verändern zu wollen, indem du als blaue Figur auf andere blaue Figuren, als indem du als von dir ausgedachte Figur auf andere von dir ausgedachte Figuren einsprichst und die verändern willst, ist vollkommen unmöglich. Du kriegst von mir die Möglichkeit auf der nächsthöheren Ebene, wenn du diese Führerscheinprüfung bestanden hast, die Möglichkeit, dir eine ganz individuelle Welt einzurichten. So wie wenn ich jetzt sage, du wärst der Programmierer, du denkst dir ein neues Videospiel aus, egal ob jetzt das ein Ego-Shooter ist oder ein Gottspiel ist, es gibt ja Spiele, wo du Gott spielst, Black and White zum Beispiel, dann muss das programmiert werden. Und so wie es programmiert ist, wird es dann auf dem Bildschirm, in dem Computer, in dem Spieler ablaufen, der dieses Programm benutzt. Und um dir, das ist jetzt sehr wichtig, wenn du dich jetzt hinsetzt und du willst ein neues Spiel, eine neue Welt mit neuen Möglichkeiten, ein Batman, ein Superman Spiel, das gibt es ja alles, dann die Männchen können dann fliegen oder haben Superkräfte. Ich verweise nochmal auf das Video, dieser neue Kinotrailer. Ich setze den mit unten dran. Das ist das, die Welt spricht zu dir. Wir kommen jetzt langsam in diesen Bereich, wo das möglich ist. Das heißt, die Welt spricht zu dir. Das heißt, das, was jetzt in dir wächst, zeige ich dir schon in Vorstellungen, in Fantasy-Filmen, in Science Fiction. Das wird eine Zukunft werden, wenn du mir vertraust. Als Figur kannst du da gar nichts machen. Darum sage ich immer wieder das Leben, ich wiederhole immer wieder, ich lasse das Unangetastet. Du musst da nirgends eintreten, du musst in keine Gruppe, du kannst es nicht mit Geld erkaufen, wenn du was spendest. Du musst zuerst einmal begreifen, wie du selbst funktionierst. Das erklärt dir Holofilm. Zuerst einmal musst du wissen, was du selbst bist. Du bist kein Gedanke von dir. Und mit diesen Grundlagen bist du in der Lage, den Intellekt zu vervollkommnen. Das nicht verbessern, sondern vervollkommnen. Das heißt, du hast vollkommen neue Möglichkeiten mit Holofilm. Es läuft im Geheimen ab. Also immer dran denken, was du jetzt, wenn du, ich mache jetzt wieder, mir denken und setze an Ken Ebsen aus oder an Ivo Sasek aus, die hier die Welt verbessern wollen, die Gruppierungen aufbauen, die gegen den Massenmainstream, gegen die Medien hetzen, dann die Medien hetzen gegen die angeblichen Verschwörungstheoretiker. Und ich sage, die haben alle recht. Aber die spiegeln sich in ihrer unendlichen Geistlosigkeit, dass sie meinen, sie können als Figuren in ihren Traum, wenn du ein Geisteswurm bist jetzt und du gehörst zu diesen Konsorten, wie ich das nenne, du könntest irgendwas an deiner Welt verändern, indem du versuchst, die Figuren zu verändern auf der blauen Ebene. Du veränderst den Traum, wenn du in die andere Richtung gehst und an dem Programm schraubst. Und da wir in die absolute heilige Vollkommenheit wollen, jetzt nochmal, das ist die Geschichte mit dem Haar.
Dein jetziges Programm ist ein extrem fehlerhaftes Programm. Fehlerhaft ist nicht falsch und dann doch wieder. Falsch kommt vom Faller von Falle. Es ist eine Falle, weil du meinst, diese Logik ist schon vollkommen. Sie ist fehlerhaft. Was du dir ausdenkst, fällt in deinem Programm. Was aber in dem Programm selber, weil du das ja vorstellst, aber wenn wir jetzt das Programm als eine Einheit nehmen, dass du das schon als heilig betrachtest, wirst du feststellen, da fällt unheimlich viel zur Heiligkeit, weil du ja nur einseitig siehst. Du siehst ja von 16 Perspektiven in deinem Alltagsbewusstsein immer bloß eine. Ja. Ich mache mal nochmal diese schöne Sache, dir fällt zum Beispiel der Hintergrund. Klassisches Beispiel, wir gehen jetzt raumzeitlich in einen Laden rein und wir machen uns Gedanken, welches der Bilder bei dem Fernseher, die dort ausgestellt ist, natürlicher sind. Wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, jedes Bild ist in der Farbeinstellung, in der Helligkeit etwas anders. Du wirst in einem großen Mediamarkt, in einem Saturn, keine zwei Fernseher kriegen, die, wenn unmittelbar nebeneinander, dieselbe Kontrast- und Farbeinstellung haben. Du kannst nicht einmal sagen, wenn du die stehen siehst, welcher das bessere Bild hast, weil ich kann dir rein an der Einstellung einen, der ganz schlecht aussieht, wenn ich hingehe 5 Minuten, mache ich dir den um Welten besser und der, der angeblich so schön ein Eyecatcher ist, weil es überzogen ist, den kann ich total schlecht machen. Auf jeden Fall die Frage schon, welcher hat ein natürlicheres Bild? Ein Bild, ein Fernseher ist ein Fernseher, der hat niemals ein natürliches Bild, weil die Farben ganz anders sind und dreidimensional sind. Das ist Natürlichkeit in deiner Vorstellung, wenn du eine Farbbrille hast, was du natürliche, sinnlich wahrgenommene Optik nennst. Da bin ich oft drauf eingegangen. Und genauso ist es jetzt hier mit den Programmen, dass ich jetzt die achte auf die Sprache. Ich sage, ich nehme ein Blatt Papier und da male ich ein Haar drauf. Das Haar siehst du, weil da ein weißer Hintergrund ist. Und ich lege dieses Blatt Papier auf den Tisch. Und jetzt denken wir uns einen anderen Brösel aus und du fragst ihn, probier das aus. Du zeigst ihm diese Zeichen und du fragst ihn, was siehst du? Dann sagt er in der Regel ein Haar. Ich sage Blödsinn. Du siehst ein weißes Blatt Papier, wo ein Haar drauf ist. Du unterschlägst immer das Darübergehende. Du schaust den Kühlschrank an und sagst, das ist meine Küche. Da ist es eigentlich korrekt. Du sagst, das ist ein Kühlschrank, aber der ist ja nur da, weil die höhere Kollektion die Küche ist. Also gut, du siehst ein Haar vom weißen Blatt Papier, weil wenn der Unterschied nicht da wäre, würdest du das Haar gar nicht sehen. Aber du könntest das weiße Blatt Papier, Babi erweckt übrigens. Ich, rot geschrieben, bin die Weisheit. Und alles, was du zu sehen bekommst, sind Unterschiede zu dieser Weisheit. Es sind Facetten, so wie das schwarze oder grüne oder blaue Haar auf dem weißen Blatt Papier auftaucht, auch ein Gedankenwellen aus meiner göttlichen Weisheit auf. Das ist UB. Okay, jetzt sagen wir, stimmt es? Dann wird dein Gegenüber sagen, ja, sag ich Blödsinn. Dieses weiße Blatt Papier siehst du nur, weil da ein Hintergrund ist. Das ist der T-Isch. Das heißt, du wirst zur Gestalt, du wirst etwas in dir auftauchen haben. Wenn der Tisch jetzt nicht da wäre, im Kontrast zum weißen Blatt Papier, wäre das weiße Blatt Papier nicht da. Wenn das weiße Blatt Papier im Kontrast zum Haar nicht da wäre, ist Haar nicht da. Ja. Aber stimmt es jetzt? Jetzt wird der andere gegenüber schon vorsichtig werden. Ist auch Blödsinn. Weil dieser Tisch steht in einem Z im Meer, die Geburt im Meer. Und so weiter und so fort. Ganz alte Beispiele von mir. Klingt wie eine schöne philosophische Spielerei. Nein, das ist elementare Grundlage für ein vollkommen neues Weltbild. Und darum muss man das immer wieder wiederholen. Es nützt dir nichts. Und ich kann immer wieder bei den alten Hasen sagen, jetzt sage ich wieder, wir denken uns jetzt Figuren aus und ich betone, ausgedachte Figuren können das sowieso nicht begreifen. Ich muss in irgendeiner Art und Weise mit dir kommunizieren. Dass wenn ich jetzt meine Donis, meine Fettings, die hier Vierteljahrhundert Holo-Feeling machen, die fangen jetzt ganz langsam an, diese einfachen Sätze wirklich zu installieren und zu verstehen. Nach einem Vierteljahrhundert tausende Male dasselbe gehört haben, macht dann sofort wieder Angst, du kannst dich zurückziehen und kannst es ausschalten und Holofeeling schlichtweg und einfach ignorieren. Dann hast du dich verkehrt entschieden. Verkehrt ist die Kehrseite von richtig. Dann doch wieder nicht. Ich sage, wenn einer in der Schule sitzen bleibt in einer Klasse, hat er sich nicht verkehrt entschieden, er muss halt wiederholen. Immer dran denken, Shin und He, das hebräische Wort, heißt schlafen, wiederholen und lernen.
weil es keinen Sinn macht, dich weiterkommen zu lassen in dieser geistigen Entwicklung, geistig-intellektuellen genau. Entwicklung. Wenn du nicht rechnen kannst, brauche ich dir keine Physik erklären. Weil die Grundlage ist eben, rechnen zu können. Und die Holoarithmetik ist ein geistiges System. Programmieren, Computerprogramm, hyperrealistische Welt, die du vollkommen, die du als Materialist sagst, real erlebst, ist nichts anderes wie ein Computerprogramm. Aber die Grundprinzipien sind letztendlich das kleine Einmaleins. Das, was jetzt hier mit Quantencomputer, mit Quantenbits, das sind symbolische Bilder. Materiell vorgestellt ist es ein Schwachsinn. Das Einzige, was passiert, unser schönes Beispiel nochmal mit der 10. 10 steht eigentlich 1 und 0. Das ist ein Bit. In der Welt des kleinen Gottes. In der Welt des Menschen, der 100, machen wir die zwei Nullen, verbinden wir zu einem Unendlichzeichen, es ist 1 unendlich. Das wäre jetzt das Quantenbit. Da haben wir dann nochmal eine 1 drauf, weil 1, 0, 0 ist unendlich. Und das wird dann immer diese mehreren Möglichkeiten, wo wir kriegen, ist praktisch, dass die Tasse ja nicht nur vier Perspektiven hat, sondern wir können die ja von außen in der Peripherie betrachten und wir können sie von innen, wenn ich von innen nach außen schaue, betrachten. Wir können sie noch auf den Kopf stellen. Das ist ein reines arithmetisches Prinzip von Bildern, vom Bilderaufbau, was das dann mal mit einer Positionierung in einer ausgedachten Traumwelt zu tun hat. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Und da wirst du dann merken, wenn man dies als Grundlage jetzt erst einmal setzt, geht sowieso jegliche Form von Religion und jegliche Form von Naturwissenschaft den Bach runter. Aber nicht, dass da irgendwas verkehrt wäre. Das ist meine Sache mit dem Kabelstecker. Zu behaupten, der Kabelstecker ist ein Auto, ist ein Blödsinn. Oder zu sagen, ein Reifen oder Zündkerze ist ein Auto, ist ein Blödsinn. Das ist wie wenn du sagst, hier meinetwegen ein Bett ist eine Wohnung. Aber es ist ja nicht ganz falsch. Wenn ich jetzt in den Ort einer Wohnung hineinschaue, steht da in der Regel auch irgendwo ein Bett. Aber das Bett ist nicht die Wohnung. Und der Herd ist nicht die Küche. Zu dem Wort Küche gehört wesentlich mehr wie bloß ein Herd. Aber zu dem Wort Wohnung gehört wesentlich mehr wie bloß eine Küche. Das Prinzip, das ist der Weg des Mystikers, des Heiligen Geistes. Und Gott ist alles. UB ist alles. Jetzt natürlich symbolisch rot geschrieben, das ist der Trick mit der Rotschreibung, weil das eigentlich nicht existieren kann. Alles kann genauso wenig existieren wie nichts. Und die absolute Eins, das nennst du in der Naturwissenschaft Universum. UNI rot geschrieben, verbunden sein der Gott. Der Urknall, bevor er geknallt hat. Versum, bistabil aufgespannt, versum, raumzeitlich aufgespannte Gestaltwertung. Heißt aber in Eins gekehrt auf Lateinisch. Lateinisch kürzt man ab mit La, T, Punkt. Lichtschöpfungen sind Spiegelungen oder Erscheinungen, die auseinandergeschmissen sind. La, T. A, All, Implosion. La, Explosion. Jetzt lassen wir es gut sein. Leb noch, spiel noch ein bisschen Leben. Tschüss. Yes, sir.